Ich möchte noch mehr über Falco erfahren und habe das große Glück, einen seiner langjährigen Wegbegleiter zu treffen. Erich Johann, Falcus Figaro. Du hast eine Legende die Haare geschnitten, kanntest ihn auch privat, Falco. Deswegen dürfen wir hier stehen im schönen Grab. Du hast bestimmt auch private Anekdoten, die du uns erzählen kannst. Ich habe mir mal einmal zu Hause die Haare geschnitten und dann hat er gesagt, kannst du die Haare mitnehmen? Aber ich gesagt, was mache ich mit den Haaren? Rammt das weg? Hat er gesagt, ja sicher, das sind meine Haare in meiner Wohnung, die können liegen bleiben auch. Habe ich gesagt, na gut, dann nehme ich einen Hut mit. Ja. Aber den muss man signieren. Ja. Hat er gesagt, ein Hut, so ein Commercial? Na gut. Hat er mir reingeschrieben, er, ich. Habe ich gesagt, du musst Falco dazu schreiben. Hat er gesagt, ja, das ist verstehst du mich überhaupt, wenn ich so wienerisch rede? Ich finde das schön, wenn du übrigens so wienerisch redest. Ich könnte und dann hat er auch noch Falco dazu geschrieben. Bereits mit 4 Jahren spielte Falco erste Lieder auf dem Klavier. Als Teenager war er begeistert von David Bowie. Bowie war es auch, der den Österreicher inspirierte. Er hat gesagt, er wird ein Weltstar. Ja. Da war er 14. Ja. Und das muss man sich ja nur ins Bild setzen und dann wird man es auch. Aber in Österreich passiert das wahrscheinlich alle 300 Jahre einmal. Ja? Also Platz 1 in den amerikanischen Hitparaden war es ihm aber schon wieder, das ist privat, also nicht so wichtig war. Noch lieber war ihm, dass er in England Platz 1 war. Schon allein nicht wegen seinem Englischlehrer. Viele ehemalige Chartstürmer teilen das gleiche Schicksal wie Falco. Ihre Bühne ist nun der Himmel. Erich kann sich gut vorstellen, dass der frühere Lebemann Falco dort eine gute Zeit hat. Er liegt mit dem Elvis am Strand und der Elvis spielt ihm seine Lieblingslieder. Also Erich, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir in Erinnerung schwelgen durften mit dir. Dankeschön. Bei uns sagt man, küss die Hand. Ich habe aber ultimativ alle meine Partner bisher auf einen Punkt hinweisen müssen. Letztlich, und es hat dann immer lange Gesichter gegeben, und dann im Endeffekt ist es so gegangen, wie ich wollte. Es hat vor Ihnen Falco gegeben, es hat mit Ihnen Falco gegeben und es wird nach Ihnen Falco geben. Und das Licht ist ausgegangen. Da geht kein Licht aus.